special message for Muslims. Das ist meine besondere Nachricht an die Muslime. I met Muhammad many times in spiritual world. Ich habe Muhammad viele Male in der geistigen Welt getroffen. Today I would like to share something what Muslims do not know. Heute möchte ich etwas mitteilen, was viele Muslime noch gar nicht wissen. If Jesus would fulfill the will of God, hätte Jesus die Mission Gottes erfüllt, there was no need for Muhammad later on to create new religion Islam. Hätte es für Muhammad später kein Bedürfnis bestanden, eine neue Religion wie den Islam zu gründen. Jesus left the will of God. Jesus hat den Willen Gottes verlassen. So 575 years later, Gabriel, Archangel Gabriel, had to find another prophet. Deshalb mussten 575 Jahre später Erzengel Gabriel und andere Engel einen Propheten neu erwählen. They found Muhammad. Sie haben Muhammad ausgewählt. In the beginning, there was the whole plan was to give him Muhammad the mission, the kingdom of God actually. Von Anfang an wollten sie Mohammed die Mission geben, das Königreich Gottes zu errichten. But Mohammed's extreme nature and violent nature did not allow to have this mission actually. Aber Mohammeds extremes Wesen, seine gewalttätige Natur hat dies nicht möglich werden lassen. So angels have to create a new religion. Deshalb mussten die Engel eine neue Religion ins Leben rufen. Now, in Quran, there are three type of teaching. Im Koran gibt es drei Arten der religiösen Lehre. One teaching is unconditional. Die eine Lehre ist bedingungslos. Where God speaking that mankind follow Satan and left home. Das ist der Teil, in dem Gott sagt, dass die Menschheit ihre Heimat verloren hat und Satan folgt. Unconditional. Diese Lehre ist bedingungslos. Second thing, angel created Sharia and many conditions in Islam. Es gibt dann noch einen weiteren Teil der Lehre, in der die Engel die Scharia ins Leben riefen. Which was only for certain times when Muhammad came actually. Diese Scharia sollte aber nur zu den Lebzeiten gelten, als Muhammad auch lebte. Or after a short time later, 200-300 years actually. Vielleicht hätten sie noch 200-300 Jahre später darüber hinaus ihre Berechtigung gefunden. Third teaching was that Muhammad, to control his religion, he mixed many things. Der dritte Teil der Lehre beinhaltet aber viele vermischte Theorien von Muhammad, die er dazu benutzte, das Umfeld seiner Zeit zu kontrollieren. For example, he say after him there is no prophet. Zum Beispiel sagte er, nach ihm gibt es keinen Propheten. He is the last prophet. Er ist der letzte Prophet. He know if some other prophet come, he will reform Islam actually. Er wusste ganz genau, würde ein anderer Prophet erscheinen, dann würde er als erstes den Islam reformieren. Here Muhammad and even Archangel, they got a struggle actually. Hier an diesem Punkt kam es zu einem Konflikt zwischen Muhammad und den Erzengeln. Muhammad said to Archangel Gabriel. Muhammad sagte zu Erzengel Gabriel. I give so many sacrifices to create Islam actually. Ich habe so viele Opfer gebracht, damit der Islam erschaffen wird. Now, new prophet come and he reform. Jetzt kommt ein neuer Prophet und er reformiert alles. And he tell my mistakes. Und er legt meine Fehler offen. No, he don't want it. Nein, das wollte er nicht. So Archangel Gabriel was a very intelligent and wise man. Wise being. Erzengel Gabriel ist ein sehr intelligentes und weises Wesen. So what he did, he used Muhammad how much he can. Er ging nun dazu über, Muhammad so lange zu benutzen für seine Zwecke, wie es ihm möglich war. No doubt that Muhammad was object of Archangel Gabriel actually.
Es gibt keinen Zweifel daran, dass Mohammed das Objekt Erzengel Gabriels war. Mohammed have two natures. Mohammed hat zwei Wesen, zwei Naturelle. One is a spiritual growth. Auf der einen Seite ist er geistig sehr gewachsen. Other side he was extremes and violent manager. Auf der anderen Seite war er geradezu extremistisch und gewalttätig. One hand Quran, other hand sword actually. In der einen Hand hielt er den Koran, in der anderen das Schwert. As Muslim know that he kill many people while they criticize him actually. Muslime wissen und können nicht leugnen, dass Mohammed viele Menschen umgebracht hat, nur weil sie ihn kritisierten. Many Jews got killed because they criticized Muhammad actually. Viele Juden wurden umgebracht, nur weil sie an Mohammed Kritik übten. When he went in spiritual world, God forgive him. Als Mohammed in die geistige Welt kam, hat Gott ihm dafür vergeben. He got his wage, belonging. Er hat seinen Verdienst für seine Arbeit auf Erden erhalten. But after 1400 years later, aber 1400 Jahre später, his foundation, what he put extreme nature and violent, is taking new form of terrorism. Hat die Grundlage, die er gelegte, durch den Extremismus und durch die Gewalt einen neuen Ausdruck genommen in Form des Terrorismus in unserer heutigen Zeit. Now Muhammad going down actually in spiritual world. Und deswegen sinkt Muhammad immer weiter nach unten in der geistigen Welt. Muhammad want to correct his mistake. Nun möchte Muhammad seine Fehler berichtigen. I love Muhammad. Ich liebe Mohammed. I love every prophet who did something for God and for heaven. Actually. Ich liebe jeden Propheten, der in der Lage war, nur eine Kleinigkeit für Gott und für den Himmel zu verwirklichen. But I am not attached and clamor with Muhammad actually. Aber ich bin nicht an ihn gebunden und nicht untrennbar mit ihm verbunden. For me, the way for truth is straight actually. Für mich ist der Weg der Wahrheit gerade. Whatever God is revealing and heaven revealing, I must share with mankind actually. Was immer Gott und die Himmel mir offenbaren, das muss ich auch der Menschheit mitteilen. Muhammad, what he put the foundation, now Islam became extremism and terrorists and they can destroy the world actually. Mohammed hat die Grundlage im Islam gelegt, dass dieser sich zum Terrorismus hin entwickeln kann. Er ist dafür verantwortlich. Now God and heaven wanted Islam must be stopped. Jetzt möchten Gott und die Himmel, dass der Islam aufgehalten wird. Also they do not want any other religion either. Und sie lehnen auch jede andere Religion ab. Because this is a time of God's ideal world. Denn nun ist die Zeit für Gottes ideale Welt angebrochen. It's a time for one family world. Ist die Zeit für eine Familienwelt. Not for religion actually. Es ist nicht mehr die Zeit für die Religion. But God in heaven wanted Islam must not grow in Germany and in Europe actually. Gott in den Himmel möchten auf keinen Fall, dass der Islam weiter wächst in Deutschland und in Europa. Otherwise it's a worst nightmare for European. Denn sonst steht den Europäern ein dunkler Albtraum bevor. The most problem and challenge is that many Europeans don't see Islam as dangerous the way I came to know by heaven. Das größte Problem und die größte Herausforderung besteht darin, dass viele Europäer sich gar nicht der gegenwärtigen Gefahr durch den Islam bewusst sind. I once more, I have brought these books. The criminal act of Prophet Muhammad. Noch einmal möchte ich hier herausstellen, dass ich dieses Buch, Die Verbrechen des Propheten Muhammad, herausgebracht habe. He confessed in this book before me as a prophet of God actually. In diesem Buch hat Muhammad vor mir als Propheten Gottes seine Fehler gebeichtet. Who asked him to confess himself? Wer hat ihn gebeten, bei mir eine Beichte abzulegen? God and angel actually. Gott in die Himmel haben ihn dazu aufgefordert. So it is a time for Islam and Muslim. Es ist Zeit für den Islam und für die Muslime. Think about God
And do not love blindly Muhammad actually. Denkt an Gott, richtet euer Augenmerk, euer ganzes Herz auf Gott und nicht auf Mohammed. And read with patient nature this book. Und lest mit Geduld dieses Buch. This is a Botschaft direct of Muhammad. He want to speak to Muslim actually. Das ist die Botschaft Mohammed, die er direkt an die Muslime sendet. Thank you very much. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.